Ja. Das gibt's doch nicht. Nein, das ist uralt. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mal wieder keinen Ton, aber ich habe es rechtzeitig gesagt bekommen. Vielen Dank dafür. Ja. So, Das gibt's jetzt doch müsste nicht. die Quali Jetzt besser müsste sein, es besser sein. weil Windows hat mir nämlich mein Mikrofon ist vom Windows aus auf 15%. Und ab und zu, wenn ich den Computer neu starte, kommt Windows mal auf die Idee und Ja. sagt, ach, weißt du was, deine alte Toneinstellung ist doch völliger Murks, ich mach mal 100% und Ist dann geil, ne? übersteuert das Mikro wie blöde. Und das fühlt sich dann an wie eine schlechte Tonqualität, tatsächlich ist übersteuert. Jetzt müsste es besser sein. Jupp, besser lese ich. Hervorragend, da quietscht das Schaf. So. So, ich muss mal gucken, ob ich Also ich habe auch ein Feedback kriege. das GP-Ding, das GPS-Gerät in der Hand. Das benennst du doch das GP-Ding. Okay. Und wir So. sitzen mit dem Schaf reiten, oder? Was willst du machen? Nein. Ich werde mir ein Kampfschaf züchten. Okay. Gut. Also, Also ich habe das Ding in der Hand. der Träger, genau. Wenn du den sozusagen auf einer, du kannst ihn auf ein Tier aufkleben, wie bei dem Tabajara geschehen. Und der hat standardmäßig hat er die Frequenz 70. Und wenn du jetzt das Gerät in die Hand nimmst und die rechte Maustaste drückst, dann kriegst du angezeigt, wo Tiere von uns sind. Das Ding sieht aber schon schmerzhaft aus, oder? Ja, Ist ein bisschen durchaus. Zwang da dran. Wenn du jetzt in Richtung, in Gegenrichtung guckst, also vom Tabajara weg, dann siehst du, dass die Quetzals auch Transponder tragen. Ja? Und wie weit sie weg sind. So rechte Maustaste drücken, ja? Ja. Okay. Gut, wenn du jetzt mit dem Gerät in der Hand N drückst, mach mal, Ja, da dann steht siehst du 70. oben eine Frequenz. Wie gesagt, ich habe die 66 für meine privaten Tiere genommen. Und wenn du das auf mit Z quittierst, kriegst du jetzt meine Vögel angezeigt. Meine zwei Argentavis, die ich markiert habe. Ja. Normalerweise, der springt immer wieder zurück, wenn du es wegpackst, auf die 70. Das ist die Standardfrequenz, die sollte man für die allgemeinen Vögel nehmen. Und für private sollte man dann halt jeweils eine eigene Zahl nehmen, falls erforderlich. Ich habe das jetzt mal gemacht, um zu zeigen, dass man die Frequenz wechseln kann. Wenn Und man wie setzt viele sich so ein Tiere Ding? markiert hat, wird es unübersichtlich, dann findet man nichts mehr. Deswegen habe ich halt gedacht, dass man das nur für wenige Tiere macht. Die Transponder-Nodes selber sind sehr teuer. Ich kann ja mal hier an den Fabrikator gehen, da sieht man das. Hier sieht man Transponder-Node, 10 Polymer, 14 Elektronics, 12 Kristall, Metall 3 und Zementimpresse 12. Das ist, sind schon ganz ordentliche Preise. Ja. Wir Ja, da muss könnten man jetzt auch noch welche sehen. herstellen, ich habe aber auch noch welche in Reserve, also das heißt im Moment brauchen wir eigentlich nicht noch irgendwelche machen. Wie gesagt, für Wurfband, das. du hast nichts auf der Schulter. Was? Aber etwas im Rücken stecken, so ein Transponder. Ja, ich habe einen mit mir selber dran gehängt. Echt jetzt, bleib mal stehen. Ist Ja. praktisch, falls man die eigene Leiche suchen muss. Ja. Sollte man das machen? Also ein Mensch. Es kann teuer werden. Achso. Es war nicht beabsichtigt. Ich habe die Frequenz wechseln wollen und eine der zwei in Frage kommenden Tasten war halt dann das
sich selber das Ding auf den Rücken schnallen. Bleib mal so stehen. Hast das dich Ding hat gechillt. Vier so lange Nägel. Ja, ey, das hast du im Rücken. Alter Schwede. Das ist schmerzhaft. Na, zum Glück steckt nichts in der Wirbelsäule, ne? Das müsste... Ach, guck mal hier, das ging auch direkt in die Leber. Na ja, Gesundheit. Ah, nee, ach, die Leber. Ja, Nierenspieß. Ja, Nierenspießchen, ne? Okay. Nee, die Nieren habe ich gerade nicht getroffen, aber die linke Lunge dürfte... Ja, es dürfte knapp werden. Ja, gerade unten am Eck vielleicht. Ich mache mir Gedanken um die Leber. Die ist drin. So, wenn es lang genug ist, ja. Ja, ja. So, das ist einfach nur, damit wir unsere Tierchen wiederfinden. Das heißt, der Tapejara ist gepierst. Gechippt. Und wer noch? Die Quetzals sind gechippt und der Agentavis, mit dem du fliegen wirst, wenn wir jetzt losziehen, den werden wir auch chippen. Okay, dann chipp den mal und ich packe dieses Chip-Ding mal wieder weg. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber wir haben dabei. Genau, denn wenn wir schon dabei sind, denn wir haben was vor. Und zwar wollen wir heute ein bisschen jagen gehen. Und zwar nicht irgendwas, sondern Deathworms. So. Fetten Würmer in der Wüste, weil deren Hörner brauchen wir, um Mantis zu zähmen. So, ich muss gerade mal gucken, ob sich verifizieren lässt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ton habe oder nicht. Ja, es hat sich auch was getan. Ich sehe hier auf eine Stahlkonstruktion. Oder wie ist das? Was? Stahlkonstruktion? Es sieht aus, oder ist das Stein? Das sieht so metallisch aus. Das ist nur das Licht, glaube ich. Das ist Adobe. Ach so. Wenn blau Licht reflektiert es halt ein bisschen wie Metall. Ah ja, okay. Gut. Was ist sonst noch neu? Hier ist doch das... Genau, hier ist das Geburtshaus. Dann machen wir mal zu. Und hier müssten dann... Ah, hier drüben im Hof entsteht noch ein neues Ställchen, weil nach fleißigem Züchten wird es langsam voll. Ja. Was für ein Flieger nehmen wir denn? Gut. Am besten was Kräftiges, ne? Weil die Viecher sind... Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Oh, ist ja wieder mal... So, jetzt hat der auch. Gut, dann die restlichen Dinger in den... schwarzen Teufel zurück. Na komm. Der Spinne fällt der Sattel ja fast vors Gesicht. Naja, gut. Wer hat denn hier die Dekoteile aufgehängt? Ich hätte aber auch nicht drauf verwiesen, weil das ist offscreen alles passiert. Mhm. Und welchen Agentavis nehmen wir denn? Du nimmst Kurt. Gut, jetzt muss kurz. Steht neben Power Girl und Red Moon. Du stehst direkt davor. Kurt! Ja. Ui. Der ist schon relativ gut und Okay, Kurt. Ach, das sind diese neuen Lampen. Ja, ein bisschen sind sie am Flackern. Wo, welche? Ei, am Geburtshaus. Ja gut, es wird was verbrannt, ne? Also das heißt, das imitiert den Effekt. Ja. Gut, ihr braucht Feuerpfeile? Hab ich. Wie viele denn? 50. Mhm. Und damit also willst du was machen? 80. Brauchen wir mehr? Für einen Erdwurm? Lass mich überlegen, ich würde sagen ja. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn jeder Schuss ein Treffer und so, dann eher nicht, aber. So. So, haben wir denn noch Kram?
Das erscheint mir richtig. So. Ah ja, das ist natürlich. Naja, warum nicht? Oh, der hat so wenig Gewicht. Eieiei. Mhm. So, das machen wir mal raus. Okay. Anglergel ist da drin, okay. Ja. Das hat halt den Effekt, dass es sehr lange brennt. Und dass es sehr, sehr hell ist. Das wie, ist. Wie man sieht. Ja. Wie man sieht. Haben wir noch irgendwo Kaktus-Sap? Für was? Für die Pfeile? Ja. Wir haben fertiges Propellant. Ah, okay. Wenn ihr das konveniert. Das geht also natürlich auch. Das geht auch, denke ich, ne? Ja. Also, ja, weil hier oben in der Propellant-Kiste war nichts mehr. Nee, die, ich habe die gestern produziert, weil wir haben ja mittlerweile auch ein, in der Küche haben wir auch ein Dings, Chemistry Table. Wie war das? Seitdem ich das Wort Dings kenne, kann ich alles beschreiben. Richtig. Und, deswegen, das habe ich damit hergestellt, das Zeug. Ah ja, natürlich. Muss ich hier nur noch finden. So. Der hat nichts zu essen dabei. Na, der Schrank vor dem ich stehe hier. Hier, dieser an der Kante. Ah jo, wunderbar, wunderbar. Was hier alles drin, was das Herz begehrt. Ja, das Schöne an dem Chemistry Table ist, er ist das nicht ist nur sacke schnell, sondern auch 1,5 mal so effizient. Das heißt, alles, was du da reinsteckst an Material, kommt dir sozusagen mit dem Faktor 1,5 zurück. Das heißt also nicht 100 Narcotics, sondern 150, nicht 100 Sparkle Powder, sondern 150. Das ist schon ganz ordentlich. Das lohnt sich doch mal. Ja. Zahlt man mal gerne für so ein sackelteures Ding. Ja, also gerade bei so Sachen, die du in irrsinnigen Zwängen brauchst, wie Schießpulver und sowas, ja, oh, da rentiert sich das halt wirklich. Ja, wenn du statt 2000, 3000 Schießpulver kriegst, dann ist das ganz angenehm. Ja. So, wie sieht's aus? Okay. Ups, falsch. Also, 1, 2. Gut. Warum packe ich da gekochtes Fleisch rein? Das liegt daran, dass ich völlig Wellenkopf bin. Nein. Der Punkt ist der, dass das gekochte Fleisch einen höheren Wirkungsgrad hat zum Heilen der Tiere als das normale rohe Fleisch. Wenn ich davon ausgehe, dass der Argentavis Schaden nehmen könnte, wovon ich ziemlich sicher ausgehe bei dem, was wir vorhaben, dann ist es sinnvoll, da was dabei zu haben, was das Gegrillte den Schaden schneller reduziert.
So. Meinst du es gegrillt oder was? Das gegrillte, ja. Okay. Nee, die Schafe hatten wir beim letzten Mal schon. Da hatten wir gezeigt, wie sie geschoren werden und wie sie nach dem Scheren aussehen. Ja. Die haben wir schon mal gehabt. Aus der Schafwolle, was macht man da nochmal? Was war das? Da haben wir doch. Man kann das verwenden für alles, wo normalerweise Pelz verwendet wird. Also, das heißt für die. Pelzersatz, genau. Für die Rüstung, für das Herstellen von zum Beispiel auch. Bug Repellent und verschiedenen anderen Sachen. Also da geht einiges. So. So, also wir wären eigentlich soweit. Ja. Was halt unwägbar ist, ist, wo wir einen finden oder wann wir einen finden. Ich wäre auch soweit. Jo. Also im Prinzip relativ häufig findet man sie in der rechten oberen Ecke der Karten, also sprich im Nordosten. Das heißt, ich würde sagen, wir fliegen zum blauen Obelisken und von da aus dann rüber in Richtung Grün und suchen dabei nach den Erdwürmern. Das klingt nach dem Plan. Mhm. Da haben wir gerade noch 200 Brandpfeiler am Craften im Inventar, während wir fliegen. Ja. Ein bisschen Reserve haben wir. Hat man keine Erfahrung, wie zäh die Tiere sind werden. Naja, sie haben halt ordentlich Hitpoints. Ja. Und sie teilen auch ordentlich aus. Es gibt verschiedene Methoden, die sozusagen anzugreifen. Also einmal kann man sie natürlich mit den Vögeln angreifen. Da müsste man gucken, wie viel das sozusagen ausmacht, was die Vögel an Schaden nehmen. Oder man kann gucken, dass man versucht, die oben zu halten, weil die tauchen wieder in den Boden ab nach einer gewissen Zeit. Und in der Zeit, also einer versucht, den oben zu halten und die anderen schießen in der Zeit drauf. Wie willst du den oben halten? Indem man ihn ärgert. Achso, das reicht. Das reicht. Das ist halt so schon nicht ganz einfach. Ja, weil wie gesagt, der ach, Mist. Mag das nicht, was wir mit ihm vorhaben. Mhm. Ich kann nicht verstehen. Ja. Komisch. Gut. Flatter, flatter. Ja. Kalt ist es. Mhm. Jetzt nicht mehr. Na, er sagt, in der Wüste ist nachts kalt. Ja.
Wie sieht's bei euch mit der Ausdauer aus? Gut. Mehr als genug. Alles easy. Bei etwa 80%. Hinaus in die Dünenlandschaft. Mhm. So, zur Linken sehen wir den blauen Obelisken. Ja. Im Prinzip sehr ähnlich aufgebaut wie der rote oder der grüne auch. Das heißt, es ist eine Oase drumherum. Vom Feindseligkeitsgrad her ist das der schwerste, weil hier auch reihenweise Kanos und anderes Getier in relativ großer Menge vorkommen. Hier sieht man auch jede Menge Steingolems und ähnliches. Also im Prinzip wie am Roten auch. Nur durch die kurze Entfernung zur Wüste verirrt sich auch schon mal eine Mantis oder sonst was hier. Also das ist schon ganz ordentlich. Sehr nett. Ja. Gut. Prinzipiell, Das ist ein Ungeziefer da unten schon wieder. Ja. Hier linker Hand beginnt dann der Graben, wo die Wivern sich tummeln, wo die nisten auch, ja, wo wir dann auch irgendwann rein wollen müssen. Ja, das ist eine sehr unwirtliche Gegend, das ist hier hinter dem Steingrat, da hinten fängt der Graben an. Und das ist schon relativ heftig dann. Aber gut, das wollen wir ja jetzt nicht machen. Gut, wie... Upsala. Hier ist Ende der Welt. So, wie... Da unten sind Mantis. Ja, ja. Wie hole ich jetzt einen Todeswurm? Das ist relativ einfach. Man begebe sich sozusagen in der Nähe des Bodens. Man kann auch mit dem Flieger unterwegs sein. Und dann sieht man irgendwann eine Welle auf einen zulaufen. Es macht so ein rauschendes Geräusch. Und wenn der da nah genug ist zum Hochsteigen, dann steigt er hoch und verhaut einen. Gut. Wenn man jetzt sozusagen das Spiel gut kennt, weiß man, man kann in die... dritte Person sich gehen und da kann man manchmal erstaunliche Einblicke erleben. Das machen wir jetzt hier mal. Das heißt, man kann unter die Erde gucken, wie man hier sieht. Und ein Wurm würde man... Ups, Achtung, ja, ja. Würde man als nach unten ragenden Pfeiler quasi sehen. Im Moment war jetzt keiner zu sehen. Bei mir schleicht sich ein Skorpion an. Ja. Das ist auch Ende der Fahnenstange. Durchaus etwas schwerer zu fassen, die lieben Tierchen. Ja, man muss halt suchen, ne? Das ist, ja. Interessant ist natürlich, wenn man eigentlich mit denen gar nichts zu tun haben will, aber zum Beispiel Mantis tötet, um Polymer zu bekommen, dann hat man gelegentlich, trifft man sie auch. Dann will man sie natürlich nicht haben. Ist ja immer so, wenn du es nicht suchst, ist es da. Ja, ja, genau. Genau. Wie immer.
Mein Tier pfeift. Buch Pfiffi. Wo ist der Wurm? Such den Wurm. Such den Wurm. Wo ist der Wurm? Angeln mit billigem Köder. User joined your channel. Okay. User disconnected from your channel. Mhm. User left your channel. Bis jetzt schaut's mau aus. Ja, abwarten. Ja. Oh, Loot Container. Oh, schön. Was? Hier hinten, der Wüsten-Loot-Container, der hat immer guten Stuff. Und hier ist ein Wurm. Da ist ein Wurm, da ist ein Wurm. Oh, Wurm, Wurm, Wurm. Da ist ein Wurm. Ah, da wo der Stuff ist, war ja so. Klar. Also, ja, so klar. Löst man ihn aus. Ja. So. Da hoch. Wenn ihr ihn jetzt ein bisschen ärgert. Na. Nein, ja, warte mal. Ich hab die Aggro. Geht was eigentlich vom Schaden. Der Kavajara macht ordentlich Schaden. Ja, der ist ganz gut. Du. Kurz mal weg. Hey, Dude. Oh Mann. Gut, komm, Herr Wurm. Oh, jetzt muss ich mal weg. Au! Oh. Echt nett. Ich brauche jetzt überhaupt nicht. Au! Habt ihr nach mir gewissen? Ja. Vorsicht, die Geier mischen sich eventuell auch ein. Versehen. Tschüssi! Das ist schon mal ein bisschen Fleisch für Daniel. Den scheiß Skorpion mal eine Batschen. Ups! Ja. Sollen nee. Wir ihn töten oder sollen wir ihn nicht töten? Ja doch, doch, der muss schon sterben. Oh Mann! Au! Was war das denn? Wer hat mich denn in Brand gestellt? Das wart ihr, oder? Ja, ja natürlich. Mann. Oh Mann, ihr seid Kumpels. Wo ist der denn? Komm her, du Drecksack. Da hast du es. Au, schon wieder. Kannst du nicht mal oben bleiben? Kannst du nicht mal aufhören, auf mich zu schießen? Ich muss mal gerade vorsichtig machen. Ich habe da noch 40% Gesundheit. Also mein Vogel. Oh, bei mir steckt echt Finger weg von Pfeilen, wenn man nicht schießen kann. So, ah, kommst du zurück? Mann, ups, oh Mann, hat aber Reichweite, gell? Kuckuck, hier bin ich. Hallo, wo rennt man hin? Habt ihr den Loot-Container leer gemacht? Nein, es wäre ja weg. Hab dich. Sag mal. Gut.
Schubididoo! Ach, das gibt's doch nicht. Na, Kumpel? Den will er jetzt nicht mehr. Eine Apes oder was? Ah. Ach, Quatsch. Das... Wieso kommt denn der... Kommt nur zu mir. Und dann schießt ihr halt auf ihn, dann lasse ich da unten, guck ich das auch. Tu ich doch gerade. Bam. Sehr gut. Okay, ich muss weg. Oh Mann! Reichweite von halben Kilometer. Ja. Bam. Rechtsack. So, dafür war das gedacht. Okay. Ich glaube, er mag mich. Ja. Aua. Aua. Arschloch. Man könnte sagen, er hat dich wahrscheinlich zum Fressen gern. Aua. 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 Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Komm her, Lippchen. Na? Kriegst du mich? Auch wenn ich hier oben bin? Ups, da sollte ich besser nicht landen. Oh. Oh, 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 oh. Der ist wohl echt sauer. Oh. Ich muss weg. Nein, nicht! Jetzt hin. Keine Ahnung. Kein gutes Zeichen. Okay. Ist abgetaucht und... Ist er gestorben da unten? Nein. Kann nicht sein, oder? Wo steckt er denn? Ah, ja. Okay. Was? Naja... Was war drin? Die Betäubungsstäbe sind das. Und Blutbrenn für einen roten Betäubungsstab. 3000 Polymer und überhaupt. Wow. Ja. Ja, das finde ich ja jetzt ein bisschen witzig. Super. Wo ist er denn jetzt hin? Der hat gecheatet. Was ist davon? Ja, der ist despawned. Toll. Oh Mann. Ist so lange drauf rumgehackt. Na, aber ehrlich. Also, das finde ich ein bisschen. Lame. Bisschen schmal. Ja, das ist schon frisch. Wie sieht's aus mit der Gesundheit von euren Vögeln? Ja, halb. Ja, auch halb. Aber jetzt weiß ich, was ich besser machen kann. Wir brauchen einen neuen. Tja. Ja. Gut, also weiter in die Richtung grüner Obelisk. Mann, das ist... Was ein Geier. So, hier ist eine Loot Crate, eine... Na? Hier gibt's das Geier-Dossier. Da oben ist auch ein Bivern aufgepasst. Und Buff für eure Tiere. Oh ja. Was gibt's hier? Hier die Kiste. Ah ja, hm. Achtung, Schlange. Du kannst vom Vogel aus, kannst mit dem Vogel drauf gehen. Ja. Ah ja. Und du hast jetzt für 10 Minuten an. Ein Bonus, der die Erfahrung, der für die Erfahrung gut ist. Ah, Berlin, guckst du, dass du das Ding auch aufsammelst? Ja, okay, jetzt höre ich wieder was. Ja, aber ich würde sagen, an dieser Stelle müssen wir einen kleinen Cut machen für die nächste Aufnahme. Ja.
vielleicht finden wir dann unseren nächsten Wurm. Genau. Also, ich verabschiede mich, ich sage winke winke und goodbye und es forscher abziehen. So, es verabschieden sich Parlin. Tschüssi. Und Gooseman. Jojo. Ciao, ciao. Drückt uns mal die Daumen für den nächsten Sandwurm und dann schauen wir mal.